Ich sage unterm Strich, weil es heißt Thüringen politisch und wirtschaftlich am Scheideweg. Wirtschaftlich, wir müssen diesen Bedingungen standhalten und nicht nur standhalten, wir müssen sie als Chancen für uns begreifen. Und auf der anderen Seite aber eben auch die Frage, wie gehen wir mit dieser ganzen wirklich absolut zum Teil auch brutalen, aber auch überaus chancenreichen digitalen Revolution um und das bis in den öffentlichen und politischen Raum hinein. Leute, die man im Wirtschaftsrat in ganz Thüringen nur gelegentlich sieht, die sind heute konzentriert an einem Punkt und ich möchte gute Gespräche führen und ich möchte einen angenehmen Abend haben und ich weiß, dass er in Weimar immer da ist. Ich hoffe, dass es vielleicht nochmal zeigt, dass doch eine schwarz-rot-grüne Koalition möglich ist. Ich glaube, das ist ein Experiment, das es in Deutschland noch nicht gegeben hätte, unter Einschluss der Grünen eine Koalition mit einer breiten Mehrheit zu etablieren. Auch eine Perspektive für eine interessante politische Entwicklung, vor allem aber für Stabilität in Thüringen sorgen könnte. Gerade in einer so ungewöhnlichen Konstellation mit ungewöhnlichen Menschen, die sich neu kennenlernen müssen, ist das eine der zentralen Voraussetzungen, dass es funktioniert, viel zu reden, viel miteinander zu haben und am Arbeiten am Ende partnerschaftlich zu arbeiten. Egal, welche Regierung hier in Thüringen ab Januar, Februar, März oder vielleicht schon früher das Heft in der Hand haben wird, der Wirtschaftsrat wird immer eine Stimme der sozialen Marktwirtschaft sein und immer einen Finger in die Wunde legen, wenn etwas offensichtlich gegen die soziale Marktwirtschaft an wirtschaftspolitischen Maßnahmen unternommen wird. Der Staat denkt gegenüber seinen Bürgern immer nur in der Kategorie von Verschärfungen. Ich glaube, das führt inzwischen in Deutschland dazu, dass die Freiheit des Handelns immer stärker eingeschränkt wird. Und ich glaube, dass die CDU inzwischen nicht mehr genug tut, um das zu verhindern. In Thüringen ist es natürlich das Vergabegesetz, was eine völlig wirtschaftsfeindliche bzw. wirtschaftsferne Themen beinhaltet. Es ist weiterhin Infrastrukturthemen, die wir immer wieder in Thüringen angehen müssen und angehen werden. Und es ist die Bildungspolitik. Wir wollen weniger Staat, wir wollen weniger Steuern und wir wollen weniger Schulden. Was ist das größte Thema für die Menschen im Land? Es ist nach wie vor Arbeit. Alles gut und herzlichen Dank fürs Zuhören.